Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Und ja, ich habe einiges gemacht bis zu dieser Folge. Und zwar, ich habe mir einen goldenen Chocobo gezüchtet. Ich habe die Züchtung gleich durchgezogen, ohne zwischendrin eine Aufnahme zu machen, weil... das Spiel hat mich ziemlich getrollt. Also wenn ihr wissen wollt, wie Chocobos gezüchtet werden in Final Fantasy 7, schaut ins Internet, es gibt jede Menge Anleitungen dazu. Es hat auf jeden Fall ganze 8 Stunden gedauert bei mir. Aber egal. Welchen nimmst du? Diesen da. So, und mit dem goldenen Chocobo können wir jetzt wirklich überall hin. Also wir können über Sümpfe, wir können über Berge und wir können auch übers Wasser. Boah, das interessiert den so ziemlich gar nicht, ne? Das ist, den Chocobo völlig egal, da ist Junon, wir laufen auch über tiefes Wasser. Supi, ne? So, ich möchte jetzt auf der Weltkarte 3 Höhlen besuchen und ich möchte aber auch ja, da ist eine davon. Erstmal zu einer bestimmten Höhle. Jetzt erstmal gucken, wo die war. Denn da müsste ich dann auch zweimal hin. Und das Ganze in einem gewissen Abstand. So, hier war Nibelheim. Nach Nibelheim wissen wir dann auch noch. Da müssen wir dann auch noch hin. Wo war denn das? Wo war das? Ich hätte mir es vielleicht vorher auf der Karte nochmal anschauen sollen. Wo genau die Scheiße gleich war. Kann doch nicht so schwer zu finden sein. Ah ja, hier ist es doch. Mein Gott. Ach so. Fällt mir gerade ein. Dazu brauche ich Vincent. Sephiroth. Diese Stimme, das kann nicht sein. Lucretia. Vincent? Lucretia, bleib wo du bist. Oh wow. Ja, in diesem dunkelblauen Anzug, das war übrigens mal Vincent. Der wohl von Lucretia verlassen wurde. Wenn sie denn glücklich ist, mir soll es recht sein.
Ich bin dagegen. Warum Experimente? Wir sind beide Wissenschaftler. Ich kann es jetzt nicht lesen. Es ging einfach zu schnell. Danach gebar Lucretia ein Kind. Der Name des Kindes lautete Sephiroth. Deutsch. Ja, so starb Vincent. Und so wurde er wohl zum Vampir. Dieser Körper ist die Strafe, die mir auferlegt wurde. Ich war nicht in der Lage, Professor Gast und Hochu aufzuhalten. Und Lucretia, ich konnte sie nicht retten. Ich konnte nur zusehen. Das ist meine Strafe. Lucretia, du lebst. Ich wollte verschwinden, ich musste allein sein, ich wollte sterben. Aber die Genova in mir ließ mich nicht sterben. In letzter Zeit träume ich oft von Sephiroth, mein liebes, liebes Kind. Nach seiner Geburt konnte ich ihn kein einziges Mal halten. Nicht ein einziges Mal. Ich darf mich nicht seine Mutter nennen, das ist meine Sünde. Zurück, bleib wo du bist. Vincent, bitte sag mir. Was? Ob Sephiroth noch lebt. Ich habe gehört, er sei vor 5 Jahren gestorben. Aber ich sehe ihn oft im Traum. Und ich weiß, dass er, wie ich, nicht so einfach physisch sterben kann. Er kann nicht so einfach sterben. Bitte, Vincent, sag es mir. Lucretia, Sephiroth ist tot. Glauben wir zumindest. So. Entschuldigung. So, wie schon erwähnt, ich will noch 3 Höhlen besuchen. An die ich ohne goldenen Chocobo nicht mal annähernd reinkomme. Eine davon ist diese. So. Die Kristallisierung von Mako und Materia währt viele, viele Jahre. Und die Materia Mimik. Eine sehr nützliche Materia, denn sie ahmt den vorherigen Angriff eines anderen Charakters nach. Das ist ziemlich nützlich, wird uns dann vor allem beim Endkampf doch sehr nützlich sein. So, ich glaube, die Höhle war jetzt da, ne? Die hatte ich ja vorhin schon gesehen. Ja, genau. Die Kristallisierung von Marco währt viele Jahre. Die HP-MP-Tausch, die ist jetzt weniger nützlich, weil ich wüsste nicht, dass ich die jemals im Spiel genutzt hätte. Ganz ehrlich. Und ich wüsste auch nicht, wieso. Denn sie tauscht die HP-Werte mit den MP-Werten aus. Und was will ich mit 999 HP und 9999 MP? Zum Beispiel jetzt, ne? Also. Das wäre ein bisschen Quatsch. So, die nächste Höhle ist, glaube ich, da. Drüben, irgendwo, da unten bei ehemals Midael. Ich glaube übrigens, ich habe vergessen, in Midael für Cloud ein Schwert zu kaufen. Ich weiß das nicht, ich muss dann mal reingucken ins Menü. Aber, und Quadra-Zauber. Damit können wir einen Zauber 4-mal ausführen. Das ist besonders nützlich, wenn wir Ultima haben, was wir ja haben. Ja.
was wir hier haben. So, jetzt geht die große Sucherei los. Denn diese eine Höhle, die ich jetzt suche, die ist nicht auf der Karte verzeichnet. Und das Spiel ruckelt schon wieder und ich weiß partout nicht, an was das liegt. Ja, ich habe, glaube ich, vergessen, das Kristallschwert zu kaufen. Ich muss mal ins Menü gucken, ob ich das wirklich vergessen habe oder ob ich das doch geholt habe. So, irgendwo. Naja. So, hier ist nämlich komplett Wald. Da können wir also mit der Highwind nicht landen. Diese Höhle erreicht man wirklich nur mit einem goldenen Chocobo. Und das hat auch seinen Grund. Denn hier gibt es die stärkste Aufrufsubstanz, die Ritter der Runde. So, ich guck mal schnell ins Menü. Speichern könnte ich jetzt sowieso mal. Runde Insel. Ja, sehr schön. Und, Ja. Ich hab's, glaube ich, tatsächlich vergessen zu kaufen. Ich Depp. Naja gut, ist nicht ganz so schlimm. So. Jetzt möchte ich gerne nach Hubala, nach Nibelheim, denn da gibt es zwei was zu tun. Tifa habe ich im Team, das ist schon mal wichtig. Ich könnte dann eigentlich auch Barret mal wieder mit reinnehmen. Vincent brauche ich jetzt... Ja, ich lasse ihn mal drin. Denn ich will ja dann nochmal zu Lucretias Höhle. Ich hoffe mal, dass es dann schon geht. Wenn nicht, dann muss ich das später nochmal hin. Ist nicht so schlimm. So. Ah, nee, das war... Da war Nibelheim. Da war Nibelheim. So, ich speichere mal, vorsichtshalber. Nochmal. So. Denn wir hatten ja in Nibelheim bereits das Klavier in Tifas Haus entdeckt. Na, beim letzten Mal. Und da muss ich jetzt eine ganz bestimmte Melodie spielen. Und ich hoffe mal, dass ich das jetzt auf Anhieb hinkriege und dass es mit Controller funktioniert. So. Das war es definitiv nicht. Das ist kacke jetzt. Das war falsch. Okay, das sind definitiv, glaube ich, die falschen. Dann nehmen wir mal die anderen. Also. Quark.
Fuck. Gut, es scheint geklappt zu haben. Ich habe die Noten für das Lied. Huch, warte, das ist zwischen den Noten. Ja, gut. Es war jetzt nicht besonders im Takt, aber es war zumindest richtig. Was ist nur mit unserer Stadt geschehen? War es alles eine Illusion oder nur ein Traum? Nein, weder das eine noch das andere. Ich weiß noch, wie ich versucht habe, Leute aus den Flammen zu retten, aber nicht die Stärke hatte. Voller Wut ging ich zum Reaktor, um Sephiroth zu töten. Aber er war nirgendwo zu finden. Stattdessen fand ich dich dort, zusammengebrochen. Dich zu retten war mir wichtiger, als Sephiroth zu verfolgen. Es waren noch andere dort, die am Leben waren, aber es gelang mir nur, dich zu retten. Als ich aus dem Reaktor herauskam, kamen gerade die Truppen der Shinra an. Ich erinnere mich, dass ein Wissenschaftler mit dem Namen Hōchō die Aktion leitete. Er befahl den Truppen, alle, die noch am Leben waren, für Experimente einzusammeln. Ich weiß nicht, über was für ein Experiment er sprach, aber meine Lieblingsschülerin konnte ich ihnen nicht überlassen. Mit dir über der Schulter ging ich den Berg hinunter zum Dorf. Ich sprach den Heilungszauber viele Male über. Dir aus. Dann ging ich nach Midgar, um nach einem Arzt für dich zu suchen. Ich mag die Stadt nicht, aber meine Zauberworte halfen nicht. Also beschloss ich, nach Midgar zu gehen und einen Arzt zu finden, dem ich vertrauen konnte. Ich machte mir Sorgen um dich, aber ich kann mich nirgendwo lange niederlassen. Bist du wieder ganz gesund? Geht es dir gut? Ich frage mich, wie viele Jahre seitdem vergangen sind. Ich bin gerade wieder in der Stadt, aber ich kann es nicht glauben. Die Stadt ist wieder so wie früher, bis auf diese merkwürdig schwarz gekleideten Wesen. Die Stadt ist voll von Shinra-Truppen, aber ich lege mich nicht mit ihnen an. Du denkst vielleicht, dass ich mich vor ihnen fürchte, aber das ist es nicht. Ich möchte mit Shinra nichts mehr zu tun haben. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bin sicher, du wirst diesen Brief finden. Und dieses Geschenk für dich, es soll dir nützlich sein. Ich kann nicht mal mehr springen. Aber ich hoffe, du wirst deine Fähigkeit pflegen und dich an das erinnern, was ich dir beigebracht habe. An meine Lieblingsschülerin von Zangan. Die Himmelsfaust. So. Gut, es hat mit Controller also zum Glück doch geklappt. Was ich von den Chocobo-Rennen leider nicht behaupten kann. Ich kann weder mit Controller noch mit Tastatur auf manuell umstellen bei den Chocobo-Rennen, deshalb habe ich sie auch nicht aufgenommen. Und ich werde auch darauf verzichten, noch mehr Chocobo-Rennen zu machen. Weil es bringt nichts. Wenn ich meine Chocobos nicht manuell steuern kann, dann bringt es absolut nichts. So, jetzt will ich nochmal in die Shinra-Villa. Denn hier gibt es noch eine andere Sequenz, die optional ist, was ich aber ein bisschen doof finde. Weil ich finde, die ist ziemlich storyrelevant. Ein Topo-Äther, na schön. So, laufen wir mal wieder nach unten, dort wo wir Vincent gefunden haben und Sephiroth getroffen haben. Naja, das Vieh wieder. So.
Da, hier ist dein Essen. Aha. Autsch, okay. Das ist der Typ, der auf dem Foto war, ne? Das ist der Typ, der auf dem Foto war. Und Cloud ist aber auch dabei. Okay, also Zack, ne? Ja, genau. Komm! Zieh das an! Riecht zwar ein bisschen, aber geht doch. Sieht gut aus damit. Naja. Europa! Midgar in Sicht! Sei froh, dass ich dich mitgenommen habe. Was wirst du in Midgar machen? Das war wohl Clouds erste Makrovergiftung, ne? Das sieht genauso aus wie das letzte, also das zweite Mal. Ich weiß, was ich tun werde. Ich habe eine Bleibe zum Untertauchen. Ach nein, dort lebt ja auch die Mutter. Das wird nichts. Muss meinen Plan ändern. Auf jeden Fall brauche ich erstmal Geld. Wollen wir ein Geschäft starten? Aber welches? Du, Cloud. Was meinst du, kann ich gut? Du, Opa. Was kann ich wohl besonders gut? Was fasselst du da? Du bist doch noch jung. Junge Leute sollten alles probieren. Lithium, solange du jung bist. Geh los und finde, was du wirklich willst. Alles probieren, der hat gut reden. Kniebeuge oder was? Ha! Natürlich! Ich habe mehr Grips und Muskeln als andere. Mehr Grips? Mhm. Alles klar. Ich werde Söldner. Klar, danke, Opa. Sag mal, hast du denn gar nicht zugehört? Hör zu, ich werde Söldner und basta. Ob edel oder gefährlich, für Geld tue ich alles. Ich werde reich. Na, Cloud? Und was wirst du tun? Warte, du verstehst nicht. War ein Witz, ich lass dich nicht hängen. Wir sind doch Freunde. Söldner, Cloud. Genau das werden wir. Verstehst du, Cloud? Mhm. Ich glaube, da versteht gerade gar nichts. Was machen wir mit ihm? Vergiss es, lass ihn einfach. Okay, da war Zack tot. Jetzt wissen wir auch, wo Cloud sein Schwert her hat, ne? Und da ist Midgar. Ja, das war ein Flashback. Und wie gesagt, der ist meiner Meinung nach eigentlich ziemlich storyrelevant.
Also warum sie den hier optional gemacht haben? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ups. Ja, schon wieder. Fällt mir im Übrigen ein, ich müsste auch mal mit der vierten Feindeskönnen-Substanz die Feindeskönnen noch können noch lernen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, das mache ich mal offscreen. Ich habe sowieso offscreen noch viel, viel mehr zu tun. So, ich speichere das mal, weil ich habe keinen Bock, das Klavierspiel nochmal machen zu müssen. Da. Gucken wir mal, ob wir mit Vincent hier schon noch was erreichen können. Okay, Lucrezia ist weg. Aber hier geht noch nichts. Gut, dann komme ich später nochmal hierher. Dann komme ich später nochmal hierher. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit in der Folge. Habe ich noch ein bisschen Zeit. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Aber dazu müsste ich das jetzt erstmal wieder finden. Es könnte falsch sein. Nein, wir sind richtig. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr genau, wie das jetzt war. Aber du kannst Insekten und Frösche freilassen, indem du die OK-Taste drückst. Die Reaktion der Insekten und Frösche hängt davon ab, wo du sie freilässt. Versuch es also an verschiedenen Stellen. Drücke wechseln, um aufzugeben. Dann geht's zum Eingang zurück. Ah ja. Und ich Trottel hab natürlich noch, Vincent mit dem Team. Ich hätte vielleicht wieder auf Barret wechseln sollen. Okay, den lasse ich mal hier, den nehme ich gleich wieder mit. So, ich wollte eigentlich nur dieses Item haben, so. So, dich lasse ich mal hier. Oh fuck. Thank you.
Fuck, 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 fuck. Das habe ich jetzt schon verkackt. Das habe ich jetzt schon verkackt. Aber richtig ordentlich. So, habe ich das Item jetzt schon? Ja. Gut. Da fällt mir gerade ein, ich könnte mal die Materials tauschen. So. Alter, wieso schmeißt er die immer schon da rein? Das will ich gar nicht, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Lass den doch einfach da frei, wo ich stehe. Verflix nochmal. So. Alter. So, Zauberatem. Diese hässlichen Pflanzenviecher. Ich komme hier wieder nicht durch. Ja, so wollte ich das haben. So, Frösche brauche ich jetzt noch nicht. Frösche brauche ich jetzt noch nicht. So. Ja, das ist in dieser Zauberwelt ein bisschen kacke, aber um an die Items zu kommen, muss man das so machen. Tim, da hinten wollte ich schon gerne haben.
So, ich glaube, hier brauche ich einen Frosch. So, und jetzt muss ich hier stehen bleiben. Ja. So, jetzt komme ich an diese mit Tiere. Ja, Generalangriff. Wow. Vielleicht noch. So, einmal böser Atem. Ich glaube, ich sollte mich dann auch mal heilen. Quatsch, das war nicht böser Atem, sondern Zauberatem. Hups. Ups. So, jetzt. Ne, balla. Ja, genau. Über die Pflanze. Nice. Naja. Zwei solche. Okay, ich wollte gerade sagen, ich hätte vielleicht mal Tifas, MP wieder auffüllen sollen. Ah, ich muss mich jetzt mal heilen. Ich muss mich jetzt mal heilen. Es geht in diesem Wald übrigens nur darum, die Gegenstände zu kriegen. Also. Nichts wirklich Wichtiges. Der schon wieder und die schon wieder, okay. So, dem schadet das natürlich nicht, aber den machen wir auch so fertig. Genau. Einen Minerva-Reif. So, jetzt holen wir unseren Frosch wieder. Warten wieder. Tschung. So, die sind fein lieb wieder da. Und bounce wieder nach oben. So, und ich glaube. Ich
erst nach rechts oben, wenn wir diese Viecher hier besiegt haben, die natürlich auch auf Bäumen rumkrabbeln, ne? So. Ja. Alle Level plus 1. So, Materia Typhoon. Was auch immer. Feindlich Zauberatem. Herbstblätter. Mhm. Okay. Was auch immer. Autsch. Chocobo-Köder hat Level 1 erreicht, okay. Alter! Schmeißt du mal das blöde Ding da rein? Hab ich das überhaupt? Nicht wahr, oder? Ist jetzt nicht wahr. Ich habe doch eben dieses blöde Ding da aufgesammelt, oder? Was da oben drauf lag. Okay, wir müssen jetzt alles von vorne machen, weil dieses Kackspiel mich schon wieder trollt. Ich habe doch eben diese Kugel aufgehoben, ne? Hat das Vieh die jetzt gefressen oder was, während es auf mir rumgekaut hat? Ist doch kacke, sowas. Mach ich diesen ganzen Schrott ernsthaft nochmal? Ja, ich weiß, wie das geht. Mann, musst du mir nicht erklären. Gib her. So. Boah, ich wollte gerade die Fliege loslassen, ne? Nö. 20.000 Gegner müssen wir an den Weg schießen noch. Zauberatem. Angriff. Jetzt sind aber die Zufallsbegegnungen auch ein bisschen viel gleich, ne? Das nervt. Das nervt. So. Zauber, Heilung 2.
So, zack, zack. Zack, zack. So. Ich muss ja jetzt zum Glück nicht alles wiederholen, ne? Nur das, was ich jetzt gerade verkackt habe, warum auch immer. Weil ich wollte ja echt nur dieses Ding in die Pflanze schmeißen, ne? Ich wollte ja gar nicht... Wollte mich ja gar nicht mit dem Vieh irgendwie anlegen, ne? So. Hätte ich es fast schon wieder verkackt. Weil... ich jetzt fast die Fliege vergessen hätte, damit hochzunehmen. Ja... wieder Gegner. Und immer die gleichen. Zieht aber auch ab, ne? Meine Güte, du. Der zieht ab. So, ich guck mal, ob ich diesen Wald in diesem Part noch fertig bekomme. So, Fröschi. Einmal nach oben. Ja. Lassen wir ihn mal sein Limit machen, ne? Komm mal ihn kalt. Mach ihn kalt, jawohl. So. Pflanze. Na? Ich das jetzt wieder verkacke, ne? Weil dieser Dämmel das nicht da reinschmeißt. Ich denk's nämlich auch.
Ich denk's nämlich auch. So, jetzt brauche ich... den einen noch, glaube ich. Und es kommt ein Froschi raus. Wow. Alter! Okay, ich hoffe mal, dass das jetzt richtig war mit dem Frosch. Aber ich glaube schon. Zauberatem einmal auf alle drei, das müsste schon gewesen sein. Ja, ich glaube schon. Ja, das sieht ganz gut aus. Wir haben es gleich geschafft. Die Apokalypse. Das ist, glaube ich, ein Schwert für Cloud. Aber ihr seht nur drei Fassungen, aber dreifach Wachstum. Also sehr, sehr gut für Substanzen aufwerten. So, dann haben wir hier noch ein Elixier. Und damit sind wir Gott sei Dank durch diesen Wald hier durch. Oh nice, von hinten. Mhm. So habe ich das gerne, ne? Angriff von hinten mit sehr viel Schaden. Das hat sich jetzt falsch angehört, ne? Ich weiß. So, und wir sind Gott sei Dank wieder draußen. Und damit werde ich hier speichern. Und werde mir dann mal... einen Platz zum Übernachten suchen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!